Entscheidung gerne selbst getroffen. Hätte ich früher von euch gewusst, hätte ich euch vermutlich selbst gefragt. Aber ich fürchte, so musste ich mich allein auf Enzo verlassen. Und jetzt belüge ich euch nicht. Gut. Bitte helft mir, diese Sache zu Ende zu bringen. Aber wem wollt ihr gegenübertreten? Das klingt nicht, als wolltet ihr nur mit ihm reden. Daenerys will mir das Fleisch von den Knochen schälen. Und hat inzwischen schon so viele Jäger geschickt, dass ich aufgehört habe mitzuzählen. Und davor hat er mich an der Leine gehalten, wie ein Magier der Kunari. Wie sein persönliches Schoßhündchen, um die Bräuche der Kunari zu verspotten. Autsch. Also ja, ich will nicht nur mit ihm reden. Also gut, geht voran. Wenn das bedeutet, dass wir gegen Sklavenhalter kämpfen, helfe ich euch. Ich werde einen Weg finden, meine Schuld zu begleichen. Das schwöre ich. Der Magister hält sich in einem Anwesen in der Oberstadt auf. Trefft euch dort so bald wie möglich mit mir. Wir müssen dort hinein, bevor der Morgen anbricht. Gut, 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 gut. Wir haben jetzt ein neues Ziel hier vor Augen. Ich würde gleich mal eine ganz... Es ist heute Nacht ziemlich ruhig. Ja. Zu ruhig, wenn ihr mich fragt. Ich weiß. Eine ganz kurze Aufnahmepause machen. Ich habe nämlich irgendwann vergessen, bei einer Szene, ich weiß nicht mehr, wo das war... Ich habe da vergessen, was zu sagen, aber wo das genau war, weiß ich nicht mehr. Wird mir wahrscheinlich wieder einfallen, wenn ich nochmal meine alten Aufnahmen wieder ansehe. Gut, dann fangen wir mal an, diese Blödmänner hier platt zu machen. Los! Ja, ist genug. Hey, was haben wir denn da? Ja, ich soll niemanden am Leben lassen. Okay. Wisst ihr was? Ich muss mal gleich wohin. Eine wichtige Sitzung. Jetzt sehe ich gerade, ich habe kein Lyrium mehr. Ach, verdammt. Flasche mit Fusseln? Ich will mal nicht wissen, warum ihr sowas mit euch rumschleppt. Okay, da einmal... Nase bohren, würde ich mal sagen. Hab da sowieso nichts gefunden. Ach, Quark! Ach, okay, die sind tot. So, ich würde mal gleich kurz Pause machen, weil ich muss dringend mal wohin. Ganz kurz aufstehen und halt auch die ganzen Aufnahmen begutachten. Aber bis jetzt läuft es alles picobello gut. Heieiei. Okay. Dann werden wir mal hier speichern. Und ich sag dir mal, bis dann. Ich bin Ryuichi Asami 1982. Also, wir spielen Dragon Age 2. So, da sind wir auch wieder. Ja, ich bin die Ryuichi Asami 1982 und wir müssen noch ein paar kleine Sachen erledigen. Ich habe gerade bemerkt bei den letzten Aufnahmen, ich weiß jetzt, was fehlt. Ich weiß, was zu machen ist und ich muss wieder zurück. Oh, warte mal, hier. Ein Sack. Ja, das brauchen wir immer. Mottenzerfressener Schal. Ist immer gut. So, wo wollten... Ja, jetzt weiß ich sie da. Ah, ich bin so glücklich, ehrlich. Nicht. Ich bin ehrlich gesagt krank. Ja, ich habe nämlich eine Magen-Darm-Verstimmung und das ist auch nicht so tolle.
dass man das auch hier sagt, ist auch nicht so dolle. So. Ah. Braver Hund. Guter Junge. Du bist wirklich gut darin, den Schmutz von den Bodenbrettern zu kratzen. Ja, das hat auch unser anderer Hund gemacht. Week macht das jetzt auch. Gut, dann holen wir uns mal die Gruppe, die ich eigentlich brauche. Einmal diese Gruppe und vorwärts. Wir haben hier nämlich noch was zu tun. Oh, Evelyn hat einen Update, also Update. Einen Levelaufstieg bekommen. Das wir ist ja keine Zeit verschwenden, Bärchen. Gardistonic ist hier irgendwo. Ja, das habe ich nämlich vergessen. So. Da muss ich nochmal was gucken. Ich sehe gerade, das kann ich hören. Mädchen, du bist voll mit Blut. Du bist voll blutig. Okay, dann nehmen wir Sisya-Schild und Schwertbegabte Fraulein. Gut, dann machen wir Zerstreuung. Sturmschlag. Ja, nehmen wir mal Sturmschlag. Kommt gut. Stärke, Willenskraft und Konsti erhöhen. Klugheit kommt später noch. Gut, dann haben wir noch einen Plan offen. Plan B. Oder Plan S, wie Sturm. Und jetzt du, Plan S, auch wie Sturm. Du machst, das, wofür du richtig gut bist. Mach mal den Feuer unter den, deren Ärschen. Und sag mir nicht, oh nein, das ist noch mehr gekommen. Na Wunderbärchen, das hat ja auch geklappt, echt mal. Einen Moment, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Oh, und da bin ich auch wieder. Weiter geht's. Ach, Mädel. Ist irgendwie komisch, dass das alles jetzt so wunderbar läuft. Dann eben so. Spitze, kleine Nadeln. Wegbeschreibung zur Basis der Nadelspitzen. Wir haben eine neue Basis und ihr tut gut daran, keinen Gesetzeshüter hinzuführen. Ja. Wegbeschreibung, aber nur wenn ihr gute Nachrichten habt. Anderen. Gut, wir haben gute Nachrichten. Und zwar werden wir euch jetzt allesamt töten. Ja, tut mir ehrlich leid, aber ihr seid nicht gerade beliebt hier. So, das hätten wir auch schon. Da lang. Der Hinterhalt muss ganz in der Nähe sein. Ja, ist schon hier. Du, machst mal das Gleiche.
liebe es, ein Magier zu sein, aber richtig. Nein, ist nicht wahr, oder? Du, anders. Dreh dich mal um. Da ist was. Hey, das war nicht gerade fair. Das tut man ihn aber nicht an. Wenn tue ich das. Ein Hoch auf uns. Evelyn? Ihr seid ein wundervoller Anblick. Oh. Gardist? Ich meine, ich war auf Patrouille und sie sind aus dem Nichts aufgetaucht. Ein paar von ihnen konnte ich ausschalten, aber es waren einfach zu viele auf einmal. Dabei hatte der Hauptmann gesagt, auf dieser Route sei es ruhig. Das Siegel des Vicomte. Das hier sind amtliche Unterlagen, Dokumente der Stadt. Für eine Diebesgilde wären sie von unschätzbarem Wert. Eine Lieferung, für die einer der unseren geopfert wird. Hauptmann Jevon wird sich dafür verantworten müssen. Schon, aber es könnte ziemlich peinlich werden. Die Wache könnte schwach wirken, wenn bekannt wird, dass sie derart korrumpierbar ist. Dann wirken wir eben schwach. Die anderen haben etwas Besseres verdient. Wir werden diese Angelegenheit der Amtsgewalt des Vicomte übergeben. Sie muss aufgeklärt werden. Ich bin gespannt, wie freundlich der Hauptmann von seinen geschätzten Dieben im Kerker willkommen geheißen wird. Hm. Ich schaffe es schon zurück zur Kaserne. Hab Dank für eure Hilfe. Kein Problem. Dann ab nach Hause mit dir. So, dann nehmen wir das mal mit. Oh, das auch noch. Was? Hier ist noch etwas? Eine Kiste? Ach, wir kriegen so viel Geld. Geldsegen ist so schön. Gut. Stumpfes Klappmesser. Was haben wir hier noch? Oh, yeah. Dann kümmern wir uns mal um die Nadelspitzen. Das wäre dann unsere letzte kleine Quest hier. Vor allem muss ich sagen, es gibt hier eine Quest, die man nicht abschließen kann. Ich weiß nicht mehr, welche das war. Wow, ist das etwa... Ja, ist es. Okay, dann wollen wir mal... Dann wollen wir mal. All dieses Blut. Oh, da kommt noch mehr. Du sagst es, Mädchen. So, dann kriegst du noch was.